Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem bisher Gesagten lässt sich einiges feststellen, was wir zumindest noch in Regierungsverantwortung in der Radwegestrategie als Zielstellung formuliert haben, scheint noch weiterhin richtig. Denn nicht umsonst haben Sie ja auch Ihren Neudruck ja nochmal mit einer neuen Überschrift versehen. Vorher hieß er ja, den Radverkehr ins Rollen bringen. Jetzt heißt das, den Radverkehr weiter ins Rollen bringen. Dennoch bedarf es einer Fortschreibung, um die seitdem gewonnenen neuen Erkenntnisse und Bedarfe angemessen zu berücksichtigen. Und so müssen wir, ich finde auch, man muss auch Selbstkritik an den Tag legen, auch selbstkritisch feststellen, dass wir damals von etwas veralteten Bedingungen ausgegangen sind. Denn mittlerweile wissen wir, dass der Anteil des Umweltverbundes, also Anteil Bus, Bahn, Verkehr, Fußverkehr, beim Verkehrsaufkommen ja nicht gestiegen ist, sondern doch sinkt. Und deshalb sind wir nicht gerade in der Offensive, und da müssen wir auch besser werden. Und dafür nötig ist, dass wir hier alle im Haus für die Verkehrswende auch streiten und das auch viel ernster nehmen. Und deshalb komme ich auch zum Antrag. Der vorliegende Antrag es tut mir wirklich leid, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, lässt das nur bedingt erkennen. Und ich finde, dem fehlt es auch ein bisschen an Substanz. So machen wir mal den Faktencheck. Was würde sich konkret ändern oder gar verbessern, wenn der Antrag beschlossen wird? Erstens, Punkt 1. Zur Überarbeitung der Mobilitätsstrategie fordern Sie ein Gutachten. Die Landesregierung hat aber schon längst, bevor Sie Ihren Antrag im Aprilplenum eingereicht haben, hat sie schon längst das ausgeschrieben. Natürlich mit der gleichen zufälligen Leistungsbeschreibung von Kornbesser, wie Sie sie eben hier auch formuliert haben. Dieser Antrag oder dieser Punkt ist Show, er ändert nichts. Punkt 2. Sie wollen das Straßengesetz ändern, um Radschnellwege als eigenständige Kategorie zu definieren. Tolle Idee, aber leider erwähnen Sie mit keinem Wort. Bis wann wollen Sie das realisieren? Scheinbar nicht sehr bald, denn vorher wollen Sie ja umfassende Potenzialanalysen durchführen. Also, Fazit, hier ändert sich also bis auf Weiteres wahrscheinlich auch nichts. Punkt 3. Die aktuelle Radwegebedarfsliste wollen Sie beschleunigen und umsetzen. Aber hier auch Fehlanzeige, sucht man die Antwort darauf, was das eigentlich heißt, Beschleunigung, ob die geplanten Radwege in drei Jahre früher fertig werden, steht in den Sternen. Ihr Antrag bringt also auch in diesem Punkt nichts. So oder ähnlich liest sich der gesamte Antragstext der Koalition. Fast nichts als Absichtserklärung, Prüfaufträge und für die wenigen konkreten Schritte, die Sie da haben, mehr Personal für den Radverkehr im Verkehrsministerium oder die Umsetzung für die Kommunen, da machen Sie ja keine Vorgaben. So, Herr Rostock, Sie sind ja der Einbringer. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn Sie so weitermachen mit dieser Ernsthaftigkeit, kriegen Sie das Ding mit dieser Koalition nicht gebacken und wollen die Klimaziele, für die Sie streiten und auch die Koalitionsziele, die Sie bis 2030 formuliert haben, nicht erreichen. Und deshalb, glaube ich, muss man das auch mal so ehrlich und deutlich sagen. Ich finde, man kann zumindest an einer Stelle Nägel mit Köpfen machen. Und da komme ich dann auch zu unserem Änderungsantrag. Potenzial Radschnellwege, das ist ja hier auch gesagt worden. In Berlin befinden wir uns gerade in der Planung und im Bau von 10 solcher Radschnellverbindungen. Und die fangen also im nächsten Jahr an zu bauen. Und mit unserem Änderungsantrag schlagen wir Ihnen vor, dass Brandenburg sich schnellstens mit Berlin ins Benehmen setzt. Denn Sie können niemand erklären, dass möglicherweise diese Radschnellwege einfach an der Landesgrenze enden und wir noch nicht mal so weit sind, uns hier geordnet und abgestimmt zu haben. Insofern komme ich zum Fazit. Der Antrag geht pauschal in die richtige Richtung. Er springt aber viel zu kurz. Es mangelt ihm an Verbindlichkeit, Entschlossenheit. Aber er ist besser als nichts. Er ist ungefährlich. Und deshalb können auch wir zustimmen und er wird ein bisschen konkreter, wenn Sie unserem Änderungsantrag zustimmen. Vielen Dank. Applaus